So, Freunde der Sonne, hier ein kleines Commentary zu den aktuellen Ereignissen vom Wegen Mikro. Ich habe das ja in der heutigen Folge, also die heute hochgeladen wird, des Let's Shows, habe ich erzählt vom Wegen Mikro, bla bla. Ich bin heute nochmal losgegangen, habe mir ein paar angeguckt, habe mir ein paar gekauft, dummerweise. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, ich werde euch jetzt in diesem kleinen Commentary, beziehungsweise in diesem kleinen Let's Talk, beziehungsweise in diesem kleinen Statement, beziehungsweise werde ich euch einfach mal erklären, warum ich hier kein anderes Mikro nutze als mein Gaming-Headset. Zuerst mal, es gibt ja die Empfehlung von wegen, viele Game- oder viele PC-Gamer geben mir die Empfehlung, ja, kauft euch kein Headset, kauft euch ein Mikro und ein Kopfhörer extra. Das ist ja so geil, die Mikros, die können doch alle nichts. Ganz im Ernst, Leute, alle, die das sagen, ich weiß ja nicht, was ihr für Headsets am PC besitzt, ja. Aber ich rede hier gerade mit dem Turtle Beach Earforce X31, das damals beim Kauf 99 Euro gekostet hat. Ja, Freunde, ich weiß nicht. Also mein Mikro hört sich doch super an, meiner Meinung nach. Und ich habe es einfach mit billigen Mikros verglichen, also nur Mikro an sich. Ja, ich weiß nicht, was ihr wollt. Also das Mikro, was ich hier benutze, ist wahrscheinlich immer noch besser als jedes andere, das man sonst bekommt. Also zumindest in der Preisklasse bis 14, 15 Euro, 16 Euro, wo ich für ein einzelnes Mikro niemals mehr ausgeben würde. Wenn man so in dieser Preisklasse bleibt, sind einfach die Headsets noch immer besser, weil da hat man gleich einen Kopfhörer mit drin. Weißt du, bei 14 Euro Mikro kommt dann nochmal 14 Euro Kopfhörer, kommst du auch auf 30 Euro. Dann willst du ja meistens dann noch Surround bzw. 5 zu 1, da brauchst du dann auch nochmal ein bisschen was Teureres. Und schon bist du auch bei locker 70 Euro, also am Ende. Selbst wenn du dann noch ein besseres Mikro nimmst, dann bist du trotzdem immer noch ziemlich teuer. Da bin ich doch der Meinung, dass dann die Headsets schon besser sind. Auch die Sprachqualität ist richtig geil, es gibt kein Rauschen. Das Rauschen würde ich wahrscheinlich bei vielen anderen Headsets auch wegbekommen, wenn ich einen Windschutz drauf mache. Aber generell muss man halt einfach sagen, ja, Mikro ist nicht ganz so geil. Ich werde euch in diesem Statement mal kurz erläutern, wieso, beziehungsweise ich werde es auch einfach mal zeigen, ja. Die Musik wird jetzt gleich ein bisschen stocken, weil ich pausiere mal ganz kurz. Ich beende jetzt in diesem Part mal kurz das Ganze, schneide das am Ende zusammen, ja. Wir hören es also gleich wieder mit dem anderen Mikro. Da mache ich die Musik auch aus, damit ihr mal wisst, was ich meine. Denn zuerst zeige ich euch einfach mal ein Disc, also ein normales Standmikro, ein normales Handmikro, so in die Richtung, ne? Und dann könnt ihr mir mal eure Meinung runterschreiben. So, Freunde, da sind wir wieder zurück und ihr merkt schon, dieses Mikro hat wesentlich schlechtere Quali und an sich ist es auch wesentlich leiser als die anderen. Und das Geile an der Sache ist, also was richtig geil ist, wenn ihr wissen wollt, wo sich dieses Ansteckmikro gerade befindet, ja, dieses Ansteckmikro befindet sich gerade direkt vor meinem Mund und es ist extrem leise. Ich muss also extrem laut sprechen, damit ich hier irgendwie welche Geräusche bekomme. Ihr bekommt jedes Zischgeräusch mit, weil es keinen Windschutz drauf hat. Mit einem Windschutz wäre es wahrscheinlich noch schlimmer von der Lautstärke. Und wenn ich jetzt einfach mal Musik einschalte und fröhlich weiterquatsche, zum Beispiel so. So, Freunde. Ja, ihr dürftet jetzt eigentlich in dieser Aufnahme nichts gehört haben bei einer solch geringen Pegelstärke. Nur die ganzen harten Buchstaben, also was wie P und Z und C sind halt zu hören und ja, das ist das Ansteckmikro. Ich würde mal sagen, angeschmiert, ne? Also ich werde dann weiterhin mit den Gaming-Headsets vorlieb nehmen und auch wenn das andere ein wenig rauscht, ich werde halt einfach jetzt immer das Ganze umdrehen, mein Gaming-Headset an den PC anschließen und das alte bzw. Standard Xbox-Headset wird dann halt an die Party angeschlossen. So rum funktioniert das Ganze eigentlich ganz gut. Tut ein bisschen weh auf dem Ohr, ist ein bisschen scheiße, das zu tragen, aber hier noch irgendwie länger mich mit den Headsets aufzuhalten, darauf habe ich keinen Bock.
und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, dieses Ansteckmikro in der Hand zu halten. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns hier. Ich weiß noch nicht, was ich im Hintergrund lege. Mal sehen, was das wird. Ich werde auf jeden Fall auch ganz kurz nochmal das Mikro changen, glaube ich. Das mache ich jetzt aber in der Aufnahme und pegel das dann einfach, also während das Programm läuft, und pegel das dann später kurz runter mit dem Einstecken. Also mal kurz am Mikrowechsel. So, ich hoffe, ihr habt jetzt hier nicht allzu sehr einen Ohrkrepierer bekommen, sondern ihr genießt wieder den klaren Klang meiner wundervoll hässlichen Stimme. Ja, ihr habt es jetzt mitbekommen, das mit den Mikros ist nicht ganz so berauschend, und von dem Mikro von König, von dem ich da gesprochen habe, möchte ich gar nicht erst anfangen. Also da, das ist ungefähr dieselbe Qualität wie das Mikro eben. Und ja, ich würde mal sagen, wenn ihr Empfehlungen habt für Mikrofone, dann gebt mir eine. Achtet darauf, dass es in der mittleren Preisklasse liegt. Also ich kann mir hier kein 4000 Euro Mikro kaufen. Und wenn ihr eins kennt, wie gesagt, dann gebt mir einen Hinweis, schreibt es in die Kommentare, packt den Link in die Kommentare, schreibt mir in der persönlichen Nachricht. Ich bin ja für Verbesserungen immer offen, außerdem geht es mir persönlich offen, sagt mir zwei Headsets da zu sitzen. Deshalb würde ich mal sagen, in diesem Sinne, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, gebt mir Hinweise. Achtet bei den, also Kriterien für dieses Headset sollten sein: Umgebungslautstärke, also interne Rauschunterdrückung, sprich ein Rauschen ist von vornherein nicht möglich, und es sollte halt relativ viel Umgebungssprache aufnehmen können, da ich mich ja auch ab und zu mal zurücklehne. Ja, ich werde jetzt noch ein einziges Mikro bestellen. Wenn das auch Kacke ist, ja, dann nehme ich den ganzen Schrott und schmeiße den bei mir in den Schrank, denn beziehungsweise bei den teuren Sachen, die werde ich dann wahrscheinlich zurückgeben, zurückschicken, je nachdem. Ja, und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns in anderen Projekten wieder, wenn meine Laune auch wieder etwas besser ist. Ich meine, ich habe heute für die Mikros alleine, glaube ich, 20 Euro ausgegeben. Von daher, gut, ein bisschen mehr als 20 Euro. Ich runde immer ein bisschen ab. Geld spielt meistens keine so große Rolle in meinem Leben. Aber wenn ich mir halt Mikros nicht leisten kann, dann braucht ihr die nicht in die Kommentare schreiben. Ist doch ganz klar. So, also wie gesagt, mittlere Preisklasse. Umgebungssprache sollte es relativ gut aufnehmen können. Also relativ hohe Reichweite am besten. Und es wäre auch ganz schön, wenn es Rauschen nicht aufnehmen würde. Also, wenn ihr sowas kennt, wenn ihr eine Empfehlung habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns in anderen Projekten wieder. Wir sehen uns wieder in Minecraft, in Borderlands, in Skyrim, in Total Miner, in Herr der Ringe Krieg im Norden oder in den ganzen alten Projekten. Ich glaube, hab ich was vergessen? Das waren, glaube ich, alle Projekte. Das müssten alle Projekte gewesen sein. Ja, wie gesagt, wir sehen es in anderen Projekten wieder. Dieses Video kommt heute zeitgleich mit dem lustigen Alter, schon 19 Uhr. Willst du mich rollen? Okay, ich bin raus aus der Aufnahme. Ich muss zocken. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ciao.